Betrachten wir hier typische Formulierungen zur Replikation und rufen uns in Erinnerung, dass diese beiden Schreibweisen, die wir hier haben, logisch äquivalent sind, also Pfeilrichtung. Bitte beachten und auch, wo steht das A und wo steht das B. Typische Formulierungen sind dann, wenn B, dann A, wenn B, dann A, oder aber auch, dann A, wenn B. Und wir haben hier die Besonderheit, dass auch hier das Wort nur ins Spiel kommt. Vielleicht haben Sie das bei der Implikation schon gesehen. Dann erkennen Sie auch sofort wieder die Zusammenhänge. Wenn B steht hier oben in dieser Variante, wenn das wenn alleine steht. Wenn aber das Wort nur ins Spiel kommt, dann ändert sich das plötzlich. Denn wenn das nur ins Spiel kommt, dann steht bei dem wenn jeweils ein A dabei. Und das war hier oben mit dem A ja noch ganz anders mit dem dann. Also, das ist die Besonderheit des Wortes nur. Und die nächste Besonderheit war genau in diesem Fall. Nur wenn A, dann B. Da wird hier eigentlich ein anderer Sinn gemeint. Denn gemeint ist hier eigentlich nur wenn A, dann möglicherweise B. Und dieses möglicherweise resultiert wieder aus unserer Wahrheitstafel, die wir hier mal ins Bild holen können. Nur wenn A, dann B. Und A ist ja hier in diesen beiden Zeilen gegeben. Und die Replikation ist ja hier in beiden Fällen wahr. Aber was bei B rauskommt, ist mal wahr und mal falsch. Und dementsprechend ist es das möglicherweise, was wir hier berücksichtigen müssen. Es ist also nicht so ganz klar, ob B wahr oder falsch ist in diesem Fall. Es kann beides sein und daraus resultiert das möglicherweise.